Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück bei Rescue HQ. Beim letzten Mal haben wir unseren ersten Feuerwehreinsatz abgeschlossen und haben jetzt auch schon den nächsten Einsatz. Wir haben ja Leute zur Verfügung, das ist schon mal nicht schlecht. Aber was zur Hölle ist hier los? Bürger haben Rauch gemeldet, der seinem Haus in einer ruhigen Gegend kommt. Okay, Anforderung. Lufttank. Zur Ergänzung. Okay, dann packen wir einmal davon dazu. Wassertank. Haben wir nicht. Verfügbare Gegenstände im ausgewählten Fahrzeug zur Verfügung stehen. Warum ist hier ein Ausrufezeichen? Weil wahrscheinlich nicht benötigte Gegenstände wurden gefiltert. Ah, das ist nice. Wir machen einen Wassertank. So, warte mal. Baumenü. Ressourcen. Lufttank. 7. Was mit dem Wassertank? Was ist mit dem Wassertank? Wir haben ja, glaube ich, beim letzten Mal im Versorgungsraum Aufbauung für Luftbehälter. Ich denke, Schließfach für Feuerwehrleute. Ich hätte jetzt gedacht, dass es hier auch irgendwie eine Aufbewahrung Dings für Wasser gibt. Luftbehälter. Nachfüllstation für Luftbehälter. Schnief, was ist mit dem Wasserbehälter? Wir brauchen hier einen Wassertank. Ach so, das ist... Das Feuerwehrauto hat den Wassertank. Kein Problem. Okay, dann brauchen wir noch 4 Jungs. Was mit dir? Erschöpft. Braucht Ruhe. Körperlich und geistig ausgegangen. Wir wahrscheinlich kostspielige Fehler machen. Okay. Dann machen wir so. Schicken wir die guten Leute weg. Haben wir erstmal Ruhe. So, passt. Ihr könnt mal gehen. In der Zwischenzeit. Was ist hier die 1? Neue Bewerber stehen zur Verfügung. Kyra Jang, Feuerwehrmann. Stellen Sie Personen, um im nächsten Tagesschicht zu beginnen. Nachtschicht. Schwierig zu sagen. Tendenziell würde ich vermuten, dass es mehr Unfälle in der Nacht gibt, aber ob das in diesem Spiel so ist, wissen wir nicht. Die Frage ist, brauchen wir die? Ich denke ja, einfach weil wir momentan immer 4 Leute nachschicken müssen. Wobei... Wir haben das mit 3 gemacht, weil der eine ein bisschen besser ist. Und das heißt, wir hätten noch 4... Ach. Wahrscheinlich wäre es trotzdem gut, wenn die mit reinkommt. So. Dann lassen wir das jetzt mal ein bisschen laufen. Dann können die Jungs sich immer mal was machen. In der Zwischenzeit müssen wir ein Bad bauen. Wir bauen definitiv eine Tür. Die Frage ist, wo machen wir das Bad hin, ne? Es ist nicht etwas, was schnell erreichbar sein muss. Wobei, ich denke, für Besucher wäre es wahrscheinlich nicht schlecht, wenn es relativ nah ist. Das heißt, wir bauen das Bad. Ne, wir bauen das Bad nicht dahin. Weil vielleicht müssen wir hier irgendwie... Doch, wir können das Bad hier hinbauen. Was ist los? Ich habe irgendwas gehört. Ach, der... Warte mal. Das Ding ist, der Auftrag wurde ausgeführt. Sehr schön. Gut gemacht, Jungs. Das ging schnell. Okay, das heißt, wir können momentan auch wieder pausiert sein. Wir müssen... Okay, was bedeutet das genau? Aktivität, hohe Priorität für diese Station. Dieses Fahrzeug wurde beschädigt. Die Leiste zeigt die verbleibende Gesundheit an. Und das ist ja fast voll. Das ist ja fast voll. Alles klar, wir bauen ein Bad. Nicht ablenken lassen, North Gate. So. Bad. Ich denke, wir machen hier, ne? Kostet ein bisschen was, aber wir machen ein großzügiges Bad. Die Leute sollen ja. Wir brauchen Duschkabinen und so, all so ein Kram, ne? Das ist wichtig. Eine Duschkabine. Ja. Was machen wir? Klo am Anfang, Dusche hinten. So. Das wäre mal eine Duschkabine. Dann machen wir ein Waschbecken. Ich würde sagen, Waschbecken machen wir hier auf der Seite.
Waschbecken. Machen wir eins für den Moment. So, und dann haben wir hier Klos. Warum geht das nicht? Platz blockiert? Warum? Warum ist hier der Platz blockiert? Wird? Benötigt eine Mauer. Da ist eine Mauer. Warte mal. Hä? Warum geht das hier nicht? Da ist doch eine Mauer. Ich meine, es ist klar, dass es an der... Ach so. Ja, man muss es drehen. Ich habe die Füße nicht gesehen. Sie wollen so reingehen. Alles klar, okay. Ja, dann machen wir das direkt dahin. So, das passt. Dann bauen wir eine Küche. Das werden wir natürlich ausbauen hier. Das reicht nicht aus. Am besten machen wir noch direkt ein zweites Klo. Vielleicht noch eine zweite Dusche. Ne? Wir können es uns ja leisten. Und da unten zweites Waschbecken hier, ne? Ich will nicht, dass die Leute hier beim Klo hier. Was? Duschkabine? Waschbecken. So. Das ist okay. Dann haben wir die Küche. Wir können auch vielleicht den Flur ein bisschen ausbauen. Zum Beispiel können das hier so ein bisschen weiterziehen. So. Ich denke, das wäre nicht schlecht. So, wir haben hier das Büro. Ist natürlich auch immer wichtig, gerade wenn man im Büro arbeitet. Es ist sehr anstrengend, dass man guten Zugang zur Küche hat und in die Cafeteria, damit man gratis Kaffee beziehen kann. Das heißt, wir bauen hier die Küche hin und ja, machen dann hier eine Tür. Unter Umständen können wir auch von hier vielleicht auch noch eine Tür hinbauen. Ja, das Fitnessraum, den... Die hören ja oftmals laut Musik und so. Da wollen wir nicht, dass hier die Leute beim Essen gestört werden. Deswegen lassen wir das erstmal so. So, Küche, was brauchen wir? Ein Kühlschrank. Alles klar. Kühlschrank, hier eine Ecke. Wobei, nee, ich möchte... Können wir sie wieder abreißen? Ich möchte das Ding wieder abreißen. Wie geht das? Wie können wir abreißen? Ich habe es mir anders überlegt. Wir müssen das abreißen. Alle Objekte anzeigen. Wie können wir abreißen? Objekt bewegen. Gegenstand leeren. Wand entfernen. Wände hinzufügen. Objekt verkaufen. So. Kühlschrank wieder weg. Kühlschrank, der kommt hier hin. Grund ist eigentlich ganz einfach, weil die Computer, die werden schnell mal, die werden ein bisschen heiß und so. Und ich denke, wenn der Kühlschrank hier direkt an der Wand ist, dann vielleicht könnte man den Computer noch eins nach drüben verschieben. Das wäre natürlich hervorragend. Und dann könnte man den Computer vielleicht ein bisschen mitkühlen, weil gerade im Sommer wird das überhitzt sonst der Computer. Und das ist, ne, wenn dann ein Notfall reinkommt und dann... Gibt es überhitzt die CPU, das wäre natürlich nicht schlecht, nicht gut. So. Bad bauen, WC. Achso, das ist einfach noch nicht fertig, okay, gut. So, das ist, wird jetzt gebaut ordentlich. Das wird auch gebaut, das brauchen wir noch, ein Schlafzimmer. Schlafzimmer, können die Leute nicht zu Hause schlafen? Okay, ja, beim Schlafen, da braucht man natürlich Ruhe. Die Leute im Fitnessstudio sind definitiv zu laut. Das heißt, das Schlafzimmer wird nicht angrenzend zum Fitnessstudio. In der Cafeteria ist meistens auch relativ laut, genauso wie hier. Feuerwehr, das Auto ist auch, das ist mir zu laut. Das heißt, wir müssen erstmal den Flur erweitern. So. Wir machen das so. Und dann würden wir das Schlafzimmer hier hinten hinbauen. Ich weiß es nur nicht genau, wir machen das erstmal ein bisschen. Ja, wobei. Ich weiß nicht genau, wie groß die Betten sind. Wir können sie mal noch erweitern. Machen wir das erstmal so. So, dann brauchen wir ein Bett hier. Okay, die Betten sind nicht so groß. Können wir.
Können wir das wenn entfernen? Weg. Nein. Verkaufen. Ich möchte den ganzen Raum wegmachen. Okay, so geht das. Alles klar. Machen wir das nochmal neu. Ich denke, wir machen hier nochmal einen Flur. Ungefähr so. Und dann bauen wir das Schlafzimmer hier hin. Oh, nein, das war falsch. Mist. Ich habe irgendeinen Mist gebaut. So, Flur. Das machen wir so. Und dann kommt hier das Schlafzimmer hin. Sehr gut. Dann haben wir hier eine Tür. So. Und das Bett dazu. Sehr gut. Da haben die Leute ihre Ruhe. Ich denke, das ist wichtig. Ich denke, das ist super wichtig. Und dann kriegt auch jeder kriegt da ein eigenes Schlafzimmer, mehr oder weniger. Vielleicht, ja, das passt schon so. Da kriegt jeder ein kleines Schlafzimmer. Vielleicht können wir auch noch ein Klo mit reinpacken. Vielleicht bauen wir auch noch ein zweites Schlafzimmer direkt. So, machen wir das mal so. Nein, das wollte ich nicht. Es wird keine große Rolle spielen, wahrscheinlich spieltechnisch. Aber es muss seine Ordnung haben. So. So, das heißt, du kriegst hier noch eine Tür. Und dann bauen wir hier auch nochmal ein Bett rein. So. Läuft. Und dann können wir das gleiche dann hier auf der anderen Seite eigentlich auch noch machen, ne? Ich denke, das wäre eine gute Idee. Das heißt, wir bauen hier Don Carlito, auch nochmal ein Schlafzimmer. Seine unendlichen Weisheit hat beschlossen, seine Kollegen zu verpfeifen. Der Prozess findet Ende der Woche statt. Stellen Sie sicher, dass seine alten Freunde ihm beim Prozess nicht zu nahe kommen. Okay, was auch immer das zu bedeuten hat. Ein Crewmitglied hat gerade das Hauptquartier während seiner Schicht verlassen. Das ist eine Unverschämtheit. Das muss bestraft werden. Das werden Sie weiterhin tun, wenn Sie nicht für genügend Nahrung, Ruhe und Hygiene sorgen. Können wir nicht bestrafen? Was ist denn das? Wie wär's mit einer Folterkammer? Es kann aber auch vorkommen, dass Besatzungsmitglieder verletzt oder erschöpft sind. Notfälle, Überstunden. Dies wird nur behoben, wenn sie nach ihrer Schicht nach Hause gehen. Ach. Unglaublich. Unerfüllte Bedürfnisse, Essen, Ruhe, Hygiene können dazu führen, dass die Crew den Arbeitsplatz verlässt. Andere Zustände können dazu führen, dass die Crewmitglieder im Einsatz oder in Produktion. Ja, das hat er jetzt gerade uns erklärt. Ihre Crew bei Schichtwechsel nach Hause. Ja, genau. Passt. Okay. Gut, das heißt, es gibt hier noch ein weiteres Bett. Was? Objekte nicht. Ach so, wir finden eine Tür, wäre nicht schlecht, ne? So. So. Was ist genau das Problem? Don Carlitos Weg. Schließen Sie die, das Ereignisabprozess gegen einen Mafia-Boss ab. Okay. Ein Mafia-Boss steht in der Stadt vor Gericht. Der Richter bat um eine bewaffnete Eskorte. Stehen Sie bereit mit einem Mannschaftswagen der Polizei? 8 Polizisten und einige SWAT-Ausrüstung. Was? Okay, wir müssen bis Ende der Woche ein Polizeihauptquartier aufbauen. Ach du meine Güte. Wo kommen wir denn da hin? So, wo sind wir die Bedürfnisse? Wer ist nach Hause gegangen? Hinausgegangen. Jasmin Fogal. Okay, das wird bestraft werden. Da müssen wir den Lohn kürzen. Können wir den Lohn irgendwie kürzen? Ich möchte ihr den Lohn kürzen. Das geht so einfach. Das geht so nicht. Was ist denn los? Wir haben doch. Haben wir vielleicht. Wie sehen wir, warum sie nach Hause gegangen ist? Wegen dem wahrscheinlich.
Bauen Sie mehr fürs Essen. Relevante Stationen wie Kühlschränke, Ihr Crewflesser nach Hause. Wir haben noch einen Kühlschrank. Sollen wir vielleicht noch einen Stuhl? Zum Beispiel so. Zwei Stühle. Könnt ihr euch ausruhen? Ich weiß nicht, worauf. Wir können auch noch einen zweiten Kühlschrank bauen. Ich meine, so ist es nicht. Habe ich absolut kein Problem mit. So. Aber wir müssen gucken, dass wir auch noch ein bisschen. Wir müssen die Finanzen ein bisschen im Übersicht behalten, dass wir. Wir müssen ja noch die Polizei aufbauen. Keine Einsätze aktuell. Was ist das hier? Ah. Moment mal. 1 von 2 Ansehenstufe 2 erreichen. Okay, wir haben Ansehenstufe 1. Wo sehen wir die Ansehenstufe? 1 von 1 angrenzendes Grundstück kaufen. Das ist wahrscheinlich die Ansehensstufe 2. Crew Polizist empfangen, Bewerber Polizist empfangen. Okay, wir kriegen 4 Polizisten und nochmal 4 Bewerber dazu. Das gibt dann 8, dann haben wir alles für also alle Polizisten. Das heißt, wir brauchen Mannschaftswagen und eine SWAT-Ausrüstung noch. Und wir müssen ein paar Einsätze abschließen, okay. So. Ist jetzt alles okay? Was ist das hier? Ich brauche was zu essen. Ich bin so hungrig. Ja, dann geh. Kann der nächste an den PC ran? Oder ins Fitnessstudio? Ach. Das Ding. Ich habe das falsch gedreht. Deswegen konnte ich das nicht bauen. Okay, alles klar. Verstehe. So, das hier scheint schon mal gut zu sein. Wir haben, ich glaube, die Mitarbeiter sind zufrieden. Das hätte man vielleicht drehen können. Garage, LF, 10, Feuerwehrfahrzeug, 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 Leiterträger, ein weiterer Bewerber. Okay, du kommst in die Nachtschicht. Wir können noch nichts machen mit der Polizei, oder? Oder sehe ich das falsch? Okay, es ist noch nicht Nationalfeiertag, das heißt, wir werden hier dann wahrscheinlich relativ viel Aufträge reinkriegen. Schöner Wald hier, ne? So, ich denke, wir beschleunigen das Ganze ein bisschen. Was machst du da? Tagesschicht beginnt gleich. Alles klar. Nächste Schicht. Geht nach Hause, Jungs. Wir müssen uns ausruhen. Moment mal kurz. Was haben wir? Schließfächer für Feuerwehrleute. Ein von Feuerwehrleuten benutztes Schließfach. Die Feuerwehrmannschaft muss diese Station vor dem Einsatz passieren. Erhöht die Einfallgrenze von... Okay, ich denke, ich meine, wir haben 12. Wir haben nur 8 Leute pro Schicht. Das heißt, meiner Meinung nach sollte das okay sein. So weit, so gut. Können wir das Spiel speichern? So, sehr gut. Okay. Dann, okay, bin ich raus zum... Okay, wir haben... Die Feierlichkeiten beginnen bald. Notfall. Seien Sie bereit zu reagieren. Ja, wir sind immer bereit. Was ist denn das für eine Frage? So. Das Feuerwehrauto, da müssen wir auf jeden Fall losschicken. Das Problem ist, wir können nicht 2 Trupps gleichzeitig losschicken, weil wir nur ein Feuerwehrauto haben. Das würde ich sagen... Schicken wir die Jungs mal los. Und wenn es noch einen Notfall gibt... Dann haben wir geschissen. Auf gut Deutsch gesagt. Ich hoffe, wir kriegen das nötige Ansehen davon, von diesem Einsatz. Wir könnten noch einen zweiten
Dingens bauen, ne? Für das zweite Auto bauen, theoretisch. Warum ist hier keine Tür? Warum ist hier keine Tür? Ich meine, es ist doch wichtig, dass man hier direkt durchrennen kann. So. Dankeschön. 60 Prestige. Da wurde ein bisschen was beschädigt, ist aber nicht so schlimm. Die Einsätze dauern nicht allzu lange. Das heißt, das passt soweit. Da wird wieder aufgefüllt. Das ist okay. Ansonsten... Hohe Priorität für diese Station. Also, ich stelle mir das... Das ist eine sehr ineffiziente Methode, um zu trainieren. Klon so, das passt soweit, so wie es aussieht. Ich denke, dass also wenn es ein paar interessante Mods gibt für dieses Spiel, dann könnte das echt eine super interessante Sache sein. Aber gut, mein Lieben, ich würde sagen, wir machen an dieser Stelle einen Break. In der nächsten Episode geht es dann weiter mit dem Nationalfeiertag. Würde mich freuen, wenn ihr dann auch wieder mit dabei seid. Bis dann, macht's gut, euer Northgate.